habe heute große, kleine Neuigkeiten für euch. Hier ist übrigens auch der Hund. Wie ihr seht, ich sitze im Garten. Ist auch mal was anderes, aber ich dachte, das ist bestimmt noch mal schön. Das ist der Hund. Nee, ich möchte auch mit aufs Bild. Ja, um den Hund geht's heute auch. Ich glaube, ihr kennt sie noch gar nicht unbedingt alle. Aber erstmal möchte ich mit euch über was anderes reden. Und zwar hat mich eine gute Freundin besucht, die Lisa. Und die Lisa, da ist der Hund. die Lisa arbeitet in einer Stickerei, und zwar bei der Firma Comstick. Den Link habe ich natürlich unten in der Infobox. Und die hat mir T-Shirts mitgebracht und einen Schlüsselanhänger. Ich blende euch auf jeden Fall die Fotos gleich mal ein, aber ich habe auch ein Exemplar, ich natürlich hier. Ich habe es natürlich auch schon angehabt. Natürlich. Und zwar, ich weiß, es ist vielleicht noch nicht die Zeit für große Merchandise, aber ich fand die Idee von meiner Freundin so süß, dass ich euch das jetzt einfach auch mal zeigen möchte. Und zwar ist das hier so ein Polo, kein Poloshirt, normales T-Shirt. Das ist jetzt Navy, blau. Und das ist die Vorderseite. Und auf der Vorderseite steht, ich weiß nicht, seht ihr das jetzt? Fräulein Pusteblume. Auf ihrem steht, wie ihr auf dem Foto sehen könnt, Aushilfsblümchen. Die Rückseite ist bei beiden gleich. Da steht der Name des Blogs drauf. Und eben also on YouTube, Facebook und Instagram. Und ja, ich finde es ziemlich cool, jetzt so ein eigenes T-Shirt zu haben. Auch wenn es nicht so knallige Farben sind, fällt man auf jeden Fall auf. Und ja, es hat mich auf jeden Fall total glücklich gemacht, irgendwie jetzt meine eigene Blogadresse auf dem T-Shirt zu sehen und eben auch auf dem Schlüsselanhänger. Der Schlüsselanhänger ist übrigens auch in dunkelblau, also Navy, mit pinker Schrift. Den kann man natürlich wahlweise auch mit weißer Schrift haben. Ich habe den jetzt in pink. Und ja, ich habe mir überlegt, natürlich, wenn irgendwer sagt, oh, ich möchte das T-Shirt auch haben, kriegt ihr, klar. Gar kein Problem. Die Tage werde ich dann noch ein paar Infos reingeben, was die Preise angeht. Aber genauer seht ihr dann auch in meinem Blog, der ist auch unten verlinkt. Dort seht ihr auch nochmal einen Bericht über die T-Shirts und eben auch nochmal die Internetadresse von der Firma, die sie hergestellt hat. Noch ein paar Bilder, und ja, da könnt ihr euch sehr gerne mal einmal informieren über das T-Shirt. Wenn es euch gefällt, könnt ihr das natürlich gerne bestellen. Natürlich. Und ich habe mir auch überlegt, ich werde nochmal mit der Lisa sprechen. Aber macht euch breit, es gibt bestimmt wieder mal ein Gewinnspiel. Das wäre auch eine coole Sache. Seid ihr mit dem Namen Aushilfsblümchen überhaupt zufrieden? Das haben wir uns überlegt. Also das heißt wir, die Lisa, also meine Freundin, kam damit um die Ecke mit dem Vorschlag, dass wir es einfach Aushilfsblümchen nennen. Und ich fand das ziemlich cool. Weil, also Fräulein Pusteblume bin ja ich. So. Und dann hatte sie halt gesagt, was ist denn mit deinen Zuschauern? Hast du einen Namen für die Zuschauer? Ich so, ja, und nicht so richtig irgendwie. Und haben wir hin und her überlegt. Da sagte sie, was ist denn mit Aushilfsblümchen? Da habe ich gesagt, ja, das klingt ziemlich gut, das nehmen wir. Und deswegen steht eben bei mir Fräulein Pusteblume, und bei den anderen T-Shirts würde eben Aushilfsblümchen draufstehen. Gibt es eben auch wahlweise in weiß, also mit weißer Schrift oder eben mit pinker Schrift. Und ich werde auch mal gucken, ob wir noch andere T-Shirt-Farben kriegen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Das wird richtig, richtig gut. Dafür gibt es aber dann auch noch mal nähere Infos auf jeden Fall. So, das war schon mal, ja, der eine Punkt, den ich heute mit euch besprechen wollte. Und der andere Punkt liegt neben mir. Ich zeig sie euch mal. Das ist die Foxy. Ja, da hat sie gehört. Foxy. Bisschen kamerascheu ist sie jetzt wohl doch. Da. Foxy. Foxy ist ein Schäferhund, Husky-Mischling. Und ziemlich auf Trab, wie man sehen kann. Sie kommt natürlich immer mit zum Stall. Komm mal her. Und ja. Sie ist 6 Jahre alt. Und seit 2, 3 Monaten bei mir. Ja. Sie kommt immer mit zum Stall, das habe ich schon gesagt. Und eigentlich ist sie gar nicht so hektisch, aber ich glaube, sie merkt, dass sie jetzt gefilmt wird und läuft hier so ein bisschen wie falsch durch den Garten. Da sieht man auch noch meine Foto, da besser gesagt meine Filmausrüstung, das T-Shirt, mein Handy,
die Fototasche, Kameratasche besser gesagt. Ja, da hinten ist der dicke Hund. Nein, dick ist sie nicht. Sie hat eine gute Figur. Ja. Ah, ich glaube, mein Arm ist zu kurz für sowas. Aber egal, ich versuch's jetzt einfach mal. Das war der zweite Punkt. Ja. Dann stelle ich euch mal gerade wieder aufs Objektiv, weil so ist echt unbequem. Respekt an die Menschen, die so vloggen. Ich kann das nicht. Und dann habe ich noch einen dritten Punkt für euch. Und da hat mich der Akku verlassen. Deswegen sitze ich jetzt im Wintergarten. Hinter mir ist so ein... Ist das eine Palme? Bestimmt. Hinter mir sitzt eine Palme oder steht eine Palme. Neben mir sitzt jetzt der dicke Hund. Nein, sie ist ja nicht dick. Foxy. Ich sage mal dick, aber sie ist gar nicht dick. Und Punkt 3. Punkt 3 war, dass ich nämlich jetzt auch unter den Fotograf gegangen bin. Es ist nichts Großes. Es ist nicht perfekt. Es ist nicht einwandfrei. Aber es macht Spaß. Also ich habe jetzt beim Springen habe ich ein bisschen fotografiert. Dann habe ich Robinia schon mal fotografiert. Und ich darf tatsächlich den Traberwaller von einer Stallkollegin fotografieren. Und wurde auch gefragt, ob ich eine andere Stallkollegin beim Dressurreiten fotografiere. Ja, cool. Also es ist auf jeden Fall was ganz anderes als das Filmen. Es ist auch was ganz anderes als selbst fotografiert zu werden. Aber es macht Spaß. Es ist sehr umfangreich, weil man eben nicht nur die Fotos macht, sondern es eben dann auch noch bearbeitet und raussucht und sortiert und auf Stick zieht und bla 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 bla. Ja, ich habe mich sehr gewundert. Ich habe beim Springen habe ich 426 Bilder gemacht. Davon waren dann immerhin 37 schön. Und ich habe aber den ganzen Nachmittag sortiert und bearbeitet und ausgeschnitten und zugeschnitten und die Größe variiert und. Und ja, ist auf jeden Fall sehr umfangreich, aber es macht Spaß. Und deswegen bin ich mal gespannt, was ich jetzt alles so für Pferde und auch für Hunde vielleicht oder generell, was ich für Tiere vor die Linse bekomme. Und ja, wenn ihr natürlich ein paar Bilder von mir sehen wollt, könnt ihr gerne bei Facebook gucken. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Auf meinem Blog habe ich ein paar Bilder hochgeladen. Und sonst... Es gibt dieses Jahr bestimmt einen Jahresrückblick mit meinen Fotos. Weil sonst passiert im Moment ja leider nicht ganz so viel bei uns. Jetzt haben wir auch noch einen Drusefall in der Gegend, weswegen alles so ein bisschen auf Sparflamme gefahren ist. Ich hatte eigentlich ein Shooting geplant, das fiel leider aus. Ja, aber ne, Gesundheit geht vor. Deswegen mal schauen, was sich so ergibt. Ansonsten würde ich erstmal sagen... War es das immer noch nicht. Ich habe nämlich ein Turnier genannt mit dem Robinio. Ja, eine E-Dressur im September. Ich hoffe, ich kann da überhaupt reiten. Wegen dem Drusefall. Ja, es ist unser Vereinsturnier auf dem Vereinsgelände. Und das Witzige ist, der Hof, wo das jetzt stattfindet, also unser Reitvereinshof, kann man das so sagen, da bin ich früher ganz, ganz lang geritten. Dann wurde er umgebaut, bla bla bla. Aber ich finde es total cool, dass wir jetzt nochmal praktisch zu unserem allerersten Stall fahren und da noch mal reiten. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ansonsten bin ich wahrscheinlich noch ein paar Mal als TT unterwegs und mache natürlich auch fleißig Fotos. Ja. Aber so viel Neues gibt es gar nicht. Und das Wichtigste waren eigentlich die Infos über die T-Shirt und das Schlüsselband. Finde ich immer noch total geil. Ich finde es total cool. Ehrlich, ich habe mich so gefreut. Ich trage das T-Shirt auch total gerne. Es ist super angenehm zu tragen. Es zwickt nicht, es rutscht nicht, ihr sitzt einfach perfekt. Es ist total angenehm zu tragen, es ist nicht so dick. Ja, Schlüsselband ist auch super Qualität. Kann ich echt nur empfehlen. Wer schlicht, wenn ich das nicht sagen würde. Nein, Spaß. Nein, es ist wirklich schön. Es ist wirklich schön. Es fühlt sich gut an, es ist reißfest. Ich habe es natürlich schon getestet. Ja. Aber da gibt es dann nochmal ein Gewinnspiel die Tage. Und das war's schon. Wenn ihr mal ein Video von Foxy sehen wollt, vielleicht, ja, es gibt ja so Hundespiele, finde das Leckerchen oder sowas, oder Tricks, sie kann auch, eigentlich kann sie ziemlich viele Tricks, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, dann gucke ich, dass ich euch mal ein Hundevideo drehe, und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.